Halloween ist da. Willkommen, liebe Clasher, zur Vorstellung der beiden Halloween-Truppen, den Kürbisbarbaren hier zu sehen und das Riesenskelett. Der Barbar hat schon mal einen Pfeil im Kürbis. Ist das eine Anspielung auf einen Schutz? Und das Riesenskelett trägt eine Bombe mit sich. Da stellt sich die Frage, geht er auch so hoch wie sein kleiner Bruder oder eventuell größer wie ein Bombenturm? Das alles klären wir in diesem Video. Bitte denkt daran, euer Dorf so weit auseinanderzuziehen bzw. zu bauen, damit die Halloween-Hindernisse außen spawnen, wenn ihr diese Babydrachenschädel zum Beispiel behalten möchtet und nicht im Weg sein soll. So wie hier bei mir, der hier genau in der Mitte gespawnt ist. Das möchtet ihr bestimmt eher weniger. Ein Event mit beiden Truppen und Belohnungen wird es auch geben. Eine kleine Ankündigung könnt ihr jetzt schon in den Ereignissen sehen. So, und jetzt wollte ich euch nicht mehr lange auf die Folter spannen, jetzt wollen wir mal reinschauen, wie sehen die aus, die habe ich hier oben schon mal gebaut, gehen wir ganz nah ran, oben sind die Kürbisbarbaren und die Riesenskelette, sehr geil sehen die aus, finde ich, und bin ich mal gespannt, wie die sich im Kampf verhalten, sehen schon ein bisschen cool aus, diese Kürbisbarbaren, die haben ja auch Löcher im Kopf, also gehen wir jetzt in den Fight hinein. Als erstes schauen wir uns mal den Kürbisbarbar an. Wenn wir nur einen einzigen setzen, wie der sich verhält, ob das jetzt ein Schutzschild ist, gehen wir ganz nah ran. So, der erste Schuss, genau, und der Kürbis fliegt weg und einmal hat er einen Schutz dabei. Und dann setzen wir jetzt mal noch das Riesenskelett und ich kann ja mal einen Sprungzauber dazu setzen. Dann soll er da mal einmarschieren. Wie sieht das aus? Für mich sieht das aus, der greift an wie ein Päcker. Und jetzt schauen wir gleich mal, wenn der hochgeht, was passiert da? Und eine Bombe und bumm. Wow, da ist ja gleich der Boogie-Turm mit in die Luft geflogen. So, und jetzt ein Fight mit allen Truppen zusammen. Ich habe mir mal was in die Clanburg spenden lassen. Übrigens habe ich auch getestet, ob man diese Halloween-Truppen spenden kann. Und das geht nicht. Das wollte ich auch unbedingt wissen. So, dann setzen wir hier mal einen Sprung und dort einen Sprung. Und dann setzen wir erstmal den Golem als Blocker davor und dann die ganzen Riesenskelette und Kürbisbarbaren können wir auch noch dahinter setzen. Der sieht immer cool aus, wenn hier richtig Action ist. Den King noch dazu, Queen dazu, Warden dazu. Dann setzen wir hier mal noch einen Wutzauber drauf. Immer aus dem Vollen schöpfen. Da können wir hier mal einen Klonzauber hinsetzen. Das sieht auch cool aus. Können wir die klonen, die Kumpels? Stimmt, das können wir. Wir können sie wirklich klonen. Das ist echt cool. Noch ein Wutzauber drauf. Und jetzt gehen die Kürbisbarbaren auch los. Die sind auch geklont worden. Sehr cool. Also, na, das ist doch was. Da kann man richtig Action mit anstellen. Richtig viel kaputt kriegen. Die Queen geht hier außen lang. Okay, das war auch nur ein Fun-Angriff. So, denke ich mal, ist keine effektive Truppenkombination, aber das diente jetzt zum Veranschaulichen, wie denn diese Truppen überhaupt aussehen und vor allen Dingen, wie sie angreifen, was sie für Vor- und was sie für Nachteile haben. Und cool ist natürlich, Riesenskelett geht nachher hoch wie ein Bombenturm. Sehr cool sieht das aus. Okay, und der Fight ist gleich zu Ende. War ganz gut Loot abgefasst, nicht schlecht. Und die Bogiedamen sind dann auch hin. Eine Frage ist noch offen, ab welcher Rathaushöhe und welches Level bekommt man diese beiden Truppen? Jawohl, das war's. Ein Stern. Okay, das Rathaus war an der Seite. Hier war ganz viel an Ressourcen zur Verfügung. Und wann kommt das alles? Schaut mal jetzt in euren Ereignissen, da findet ihr vielleicht einen Hinweis darauf. Und die Truppen gibt es für jedes Rathaus-Level angepasst entsprechend an der jeweiligen Rathaushöhe, das Level dieser beiden Truppen. Das finde ich besonders cool. So kommen alle in den Genuss dieses kleinen Halloween-Events und ich freue mich drauf und ich hoffe ihr auch. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye, bye.